In diesem Video stelle ich euch das neue Unterfangen vor, beziehungsweise das Unterfangen, was wieder zurück in Fortnite ist, und zwar Hexylvanien. Ich bin wirklich sehr gehypt, außerdem sind die Gruften zurück und ein Albtraum-Event, was es 2019 das letzte Mal gab, und zwar bissige Geschäfte. Hexylvanien ist auch wirklich eine sehr besondere Unterfangenenzone, denn dort gibt es zwei Missionen, die es wirklich nur in Hexylvanien gibt. Und zwar einmal überlebe die Nacht und das zweite ist finde den Sturm. Das sind wirklich zwei sehr besondere Missionen, die es nur hier gibt. Deswegen finde ich, macht das auch sehr viel Spaß, da das Abwechslung ist, da man das ja nur einmal im Jahr zocken kann. Deswegen finde ich das auch wirklich sehr nice. Deswegen ist es auch mein Lieblingsevent in Fortnite. Die Belohnungen sind aber wie in jedem anderen Unterfangen immer gleich. Das Wichtigste ist eigentlich das Waffenticket, das gibt es auf Level 13 Unterfangen. Also nicht das Blitzlevel 13, was ihr hier links seht, da bin ich gerade Blitzlevel 4, sondern das richtige Level, was in der Mitte steht, was so ein bisschen aussieht wie ein Battle Pass, weil wir die nächste Belohnung sehen, beziehungsweise es sieht so aus, als würden wir uns täglich einloggen. Und da ist es so, auf Level 13 bekommt ihr ein Waffenticket, mit dem ihr euch aus der Sammlung eine Waffe rekrutieren könnt. Egal welche ihr wollt, es geht wirklich bei allen Waffen, außer bei dem Kürbiswerfer. Den kann man sich aber auch in dieser Season erspielen, deswegen ist diese Unterfangen-Season wirklich sehr besonders. Und die Sturmkönig-Waffen kann man sich leider auch nicht damit holen, aber das war ja auch schon immer so gewesen, dass man den Sturmkönig besiegen muss, um eine Sturmkönig-Skizze zu bekommen. Aber sonst könnt ihr euch wirklich alles aus der Sammlung rekrutieren mit so einem Waffenticket. Und dann gibt es nochmal auf Level 20 ein Heldenticket. Mit dem Heldenticket könnt ihr euch alle Helden aus der Sammlung rekrutieren, außer die Exklusiven und die Starterpaket-Helden. Sonst geht das wirklich bei allen Helden. Ich würde euch da auf jeden Fall Helden empfehlen, die zu einem guten Setup passen, wie zum Beispiel Spezialkommando Banshee, dem Fossilien Soti oder Lux Cassandra zum Beispiel für MSK-Setups. Am schnellsten levelt ihr das Unterfangen, indem ihr die Herausforderungsaufträge erledigt, also die Unterfangenen Herausforderungsaufträge. Dort gibt es immer XP für bestimmte Aufträge, die ihr in Unterfangen macht, zum Beispiel ihr müsst Laternen zerstören oder Gräber finden oder sowas in Unterfangen. Und dadurch kriegt ihr immer Unterfangen-XP und dadurch levelt ihr extrem schnell. Außerdem lohnt sich das wirklich sehr, denn nach einer Zeit bekommt ihr bei den Herausforderungsaufträgen für Unterfangen Sachen wie Überlebendenverbesserer, Fallenverbesserer und manchmal sogar Waffenverbesserer als Belohnung dafür, dass ihr eine Herausforderung macht in Unterfangen. Und neben den ganzen Belohnungen, die ihr in den Herausforderungsaufträgen bekommt in Unterfangen, bekommt ihr bei den ganz normalen Leveln auch sehr gute Sachen. Ihr bekommt reiner Regentropfen, Blitz in der Flasche, manchmal bekommt ihr Gold oder Sturmsplitter und nach einer Zeit bekommt ihr dann Überlebendenverbesserer, danach Heldenverbesserer, Fallenverbesserer und Waffenverbesserer. Und hier sind die ganzen Helden, die ihr euch in dem Albtraum-Event freischalten könnt. Also ihr seht hier einmal den Johnny C-Bot und die ganzen anderen. Den Johnny C-Bot habe ich nicht, deswegen will ich den noch unbedingt. Und er erhöht den Kopfschuss-Schaden um 50% basierend auf der Potenzzahl der fehlenden Kondition. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr stark. Ihr seht, bei dem Schädeltrooper Jonassy ist es so, dass ihr nach dem Nachladen 5 Sekunden lang um 15% erhöhten Waffenschaden habt. Und das ist wirklich sehr, sehr stark, genauso wie bei der Schädelranger Ramirez. Und deswegen allgemein, die Albtraumhelden sind wirklich sehr, sehr stark. Bei der Skull Trooperin und bei dem männlichen Skull Trooper, also dem Brainiac, ist es so, dass die Dauer von Kriegsschrei um 3 Sekunden erhöht wird, also auch wirklich sehr, sehr stark. Die ganzen Albtraumhelden, die ihr hier seht, könnt ihr aus dem Albtraum-Lamas ziehen, die es jetzt gerade gibt. Dafür braucht ihr so eine Süßigkeiten, die ihr euch zum Beispiel in Unterfangen oder bei den Gruften freischalten könnt. Die zum Beispiel ist nicht so stark, die Konstrukteurin, genauso wie dieser Konstrukteur ist wirklich nicht so stark. Es hat nur was mit dem Köder zu tun, deswegen würde ich das nicht so empfehlen. Aber zum Beispiel, sie ist wirklich sehr, sehr stark, denn sie verringert die Energiekosten von Drachenschlag um ganze 30%. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr die als Kommandanten spielt, dann um noch mehr. Deswegen, ich spiele die wirklich sehr, sehr gerne. Ist allgemein auch ein sehr, sehr nicer Skin. Den gibt es auch nicht in Fortnite oder so. Ich finde es schade, dass es den nicht im Battle Royale gibt, denn in Rettet die Welt sieht dieser Skin wirklich sehr, sehr nice aus. Außerdem Schnellshuriken Lamurai hat wirklich, glaube ich, jeder. Ist jetzt nicht unbedingt so stark. Er verringert die Abklingzeit von Wurfsterne um 30%. Ist okay. Ist genauso wie bei Drachenschlag. Bloß Drachenschlag ist halt meiner Meinung nach effektiver als Wurfsterne. Deswegen finde ich es dort nochmal stärker. Aber beide Skins fühle ich wirklich sehr doll. Vor allem den Schnellshuriken Lamurai. Den haben aber auch schon die meisten. Dann haben wir noch eine sehr starke Heldin, und zwar Battle Jess. Erhöht den kritischen Schaden von Pistolen und Maschinenpistolen um 75%, stapelt aber leider nicht, aber das wäre auch OP, mit kritischen Sturmwaffenschaden. Denn bei kritischen Sturmwaffenschaden ist es so, dass Sturmgewehre und Maschinenpistolen um 75% mehr Schaden machen. Das heißt 75 plus 75, das wären 150% mehr kritischen Schaden bei Maschinenpistolen. Natürlich stapelt das nicht, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Trotzdem sehr starke Heldin, und dann nochmal der letzte Held. Geht eigentlich auch ganz klar. Den Helden konnte man zum Beispiel in den Gruften erspielen, beziehungsweise kann man jetzt in den Gruften erspielen, genauso wie den Sumpfritter. Den würde ich euch sehr empfehlen.
Und hier sind die ganzen Albtraumwaffen, die sind wirklich sehr, sehr stark. Zum Beispiel haben wir hier die Spukpistole, die ich schon mal in einem Video vorgestellt habe. Deswegen werde ich sie nicht mehr vorstellen, aber ihr seht auch, das Design von der Waffe ist wirklich sehr, sehr nice. Weiter haben wir hier die Candy Corn. Die Candy Corn ist sehr stark, weil sie auch Süßigkeiten droppt. Und wenn ihr die dann aufsammelt bzw. da drüber rennt, dann bekommt ihr einfach Leben. Das ist wirklich sehr, sehr stark und allgemein macht sie sehr guten Schaden. Im Vergleich zu der Terminator, die eigentlich so ähnlich schießt wie die Candy Corn. Aber die Candy Corn ist einfach viel stärker. Hier die Totengräber, war mal der Community-Liebling. Den Kürbiswerfer, den zeige ich euch gleich nochmal, wie ihr den freischalten könnt. Und die Spektralklinge, auch wirklich sehr nice. Das Design von der Spektralklinge ist übrigens genauso wie bei der Spukpistole. Deswegen hat sich da Epic Games auf jeden Fall dort Mühe gegeben. Ist wirklich sehr nice. Und hier seht ihr, wie ihr den Kürbiswerfer bekommt. Ihr braucht diese drei legendären Überlebenden. Ihr seht, ich habe den Troll und die Hexe. Ich glaube, in diesem Event allein habe ich schon mal zweimal die Hexe gezogen und fünfmal den Troll. Beziehungsweise in diesem Event einmal den Troll, aber insgesamt halt schon fünfmal den Troll. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Mir fehlt halt der Zermalma, damit ich den Kürbiswerfer bekomme. Der Kürbiswerfer an sich ist gar nicht mal so stark, aber ich will ihn auf jeden Fall haben, weil er mir noch fehlt. Denn das ist wirklich die schwer zugänglichste Skizze, die es gibt im Spiel und ich möchte die auf jeden Fall freischalten. Ich werde auf jeden Fall auch noch Streams machen, wo wir Unterfangenen zocken können, beziehungsweise auch die Gruften zocken können. Falls ihr Interesse an den Gruften habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht Setup-Videos zu den Gruften oder allgemein Livestreams, wo wir zusammen Gruften zocken oder auch Unterfangen, wo ich euch auf jeden Fall auch carryen kann. Denn das Unterfangen werde ich auf jeden Fall bis Level 50 spielen. Habe ich schon mal gemacht letztes Jahr und dieses Jahr mache ich es auch, weil ich wirklich sehr viel Spaß bei dem Unterfangen Hexylvanien habe. Hier seht ihr die Albtraum-Lamas. Dort ist das Besondere, dass ihr mindestens einen epischen Überlebenden bekommt. Das heißt, ihr bekommt sehr viele Überlebende. Wenn es ein epischer mindestens ist, dann bekommt ihr meistens zwei, drei weitere, die dann vielleicht selten sind oder grün sind. Manchmal bekommt ihr dann auch legendäre Überlebende, die dann vielleicht überflüssig sind. Zum Beispiel habt ihr jetzt, wie ich, dreimal den Troll gezogen oder fünfmal den Zermalma, dann braucht ihr die natürlich nicht und könnt die für euer Überlebenden-Team verwenden. Und ihr seht, die habe ich hier auf Level 300, das heißt, beziehungsweise auf Level 150, aber wenn man hier rausgeht, dann ist sie auf Level 300. Das heißt, ich habe sie auf Maximum gelevelt mit den ganzen überlebenden Verbesserer. Und das würde ich euch sehr empfehlen. Das bringt zwar nicht so viel, aber nach einer Zeit, wenn ihr dann wirklich auf alle das ganze Maximum, die ganzen überlebenden Verbesserer für die verschwendet, dann seid ihr auf jeden Fall auf einem höheren Level. Und jetzt mit Hexylvanien ist es umso einfacher, viele Überlebende zu bekommen, da ihr einen epischen mindestens bekommt. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall sehr gut im Blitzlevel steigen. War auf Level 136, das heißt, ich habe zwei Waffenverbesserer dort rein investiert. Und bei der Falle habe ich, bei der Gasfalle habe ich auch die Falle auf Level 136. Dort habe ich zwei Waffenverbesserer, Fallenverbesserer reingesteckt. Das lohnt sich wirklich sehr zu grinden hier. Dann könnt ihr eure Waffen und Fallen verbessern. Außerdem eure Helden, wenn ihr halt schon die auf Level 130 habt, die auf 144 machen. Deswegen lohnt sich Unterfangen wirklich sehr. Vor allem für die Spieler, die schon mit Twin Peaks durch sind, beziehungsweise die über Level 130 sind. Hier seht ihr nochmal die Gruften. Ich bin wirklich sehr gehypt, die Gruften zu spielen. Ihr seht, ich habe schon eine Gruft gespielt, jetzt kann ich schon die nächste spielen. Und ihr könnt euch in den Gruften einen kostenlosen Ladebildschirm erspielen. Was vielleicht manche interessiert, die sich für Rettet die Welt so ein bisschen interessieren und die das noch haben können. Das können, glaube ich, alle Spieler haben, auch die, die neu eingestiegen sind in Rettet die Welt. Das heißt, auch Spieler, die sich durch die Fortnite-Crew oder durch irgendein Paket sich Rettet die Welt geholt haben, auch ihr könnt dieses kostenlose Ladebildschirm bekommen in Rettet die Welt. Dafür müsst ihr einfach bei den Aufträgen gucken, bei den Gruften, und dann seht ihr, dass ihr das dort erspielen könnt, indem ihr ein paar Mal die Grotte spielt oder 10 Gruftenaufträge abschließen müsst. Nee, dann bekommt ihr ein Banner, das ist auch wirklich sehr nice. Also ihr könnt Banner freischalten und einen kostenlosen Ladebildschirm in den Gruften. Hier seht ihr Fortnite Albträume, bissige Geschäfte, ist wirklich sehr, sehr nice. Hier könnt ihr euch diesen Wolf erspielen, der ist wirklich sehr, sehr stark, denn mit ihm ist es so, dass ihr euch nachts schneller fortbewegt. Ich glaube um 25%, und wenn ihr ihn selber spielt als Helden, dann um 75%. Ist wirklich sehr, sehr stark, damit könnt ihr euch sehr schnell fortbewegen. Ich habe ihn leider letztes Jahr zurückgegeben, um Trainingshandbücher zu bekommen, aber dieses Jahr kann ich ihn wieder spielen. Aber keine Sorge, das ist natürlich nicht das Einzige, denn das sind nur 7 Aufträge, also nur 2 Auftragsreihen. Es kommt auf jeden Fall noch was in Fortnite Albträume auf jeden Fall. Und das wird, schätze ich, in 2-3 Wochen sein, denn es ist so, dass jetzt Hexylvanien und die ganzen Aufträge mit Fortnite Albträume, die bleiben jetzt erstmal bis November. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Auftragsreihen rein. Also es ist natürlich jetzt nicht das Einzige, was ihr euch erspielen könnt. Da kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Freut euch auf jeden Fall. Ich bin wirklich sehr gehypt, das Ganze jetzt zu spielen. Ich freue mich auch auf die ganzen Streams, die ich mache.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele neue Sachen, wie ihr gesehen habt. Also einmal die Gruften, dann Fortnite-Albträume, bissige Geschäfte und das neue Unterfangen, also die ganze neue Season. Und zwar das Unterfangen Hexelbanien. Hier seht ihr nochmal die ganzen Aufträge, die ihr machen müsst. Event, bissige Geschäfte. Zum Beispiel pinnt ihr das dann an und dann seht ihr, ob ihr das in der Mission machen könnt. Zum Beispiel hier leuchtet es nicht auf. Das heißt, hier geht das nicht, diese Teleskope aufstellen. Hier geht das. Es leuchtet rechts hier grau auf, dieser Kasten. Hier nicht. Hier wieder. Also ihr könnt das anpinnen, um zu gucken, ob das in jeder Mission geht oder in welchen das halt eben funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Video und euch alles vorstellen, was es Neues gibt in Rette die Welt. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Atrix.